Hallo, hier ist Martin Baron vom Ermutigungsdienst Gotteshaus. Weißt du, mit dem Thema Prophetie ist das etwas schwierig. Weil prophetische Worte, die weitergegeben werden, scheinen sehr häufig so überhaupt nicht in die Situation zu passen, die wir gerade so erleben. Häufig sind sie so genau diametral entgegengesetzt von dem, was man so erwartet. Und zwar sowohl im Positiven wie im Negativen. Das findest du auch in der Bibel. Ja? Das findest du im Alten Testament, wo prophetische Worte weitergegeben worden sind. Und die haben so überhaupt nicht in die Situation reingepasst und waren echt Stress für die Leute. Und das ist bis heute nicht anders. Viele Leute beurteilen nach ihrem Ermessen den Wahrheitsgehalt von Prophetie, ob sich das in kürzester Zeit erfüllt. Aber weißt du, in der Bibel gibt es prophetische Worte, die sind Jahrtausende alt und sind bis heute nicht erfüllt. Und trotzdem werden sie natürlich hervorkommen. In Amos 3 können wir lesen, dass Gott sagt, dass er alles, was er tut, zunächst einmal durch Propheten ankündigt. Das ist eine wichtige Wahrheit, die wir verstehen müssen. Gott tut nicht einfach so etwas, sondern er sagt es seinem Volk. Und es gibt weltweit Zehntausende von Menschen, die im Prophetischen gebraucht werden und die Worte weitergeben in Gemeinden, in Hauskreisen, in irgendwelchen Werken. Und einige sind eben auch berufen, wirklich im großen Stil Worte weiterzugeben, die ganze Nationen betreffen. Ich habe mich viel mit dem Thema Prophetie, vor allen Dingen, was sie in der heutigen Situation zu sagen hat für Deutschland, für Mitteleuropa, auch für die ganze Welt, beschäftigt. Und ich habe mehrere Bücher dazu geschrieben. Und ich möchte dir heute dieses Buch Gott und Deutschland, wenn du es noch nicht kennst, einfach nochmal vorstellen. Es ist ein Buch, wo es darum geht, warum die Situation der Christenheit in Deutschland so ist, wie sie ist und warum sie sich dramatisch verändern wird. Das war ein Buch, wo ich mich einfach mit dem Thema Deutschland und prophetische Aussagen zu Deutschland beschäftigt habe. Und dann gab es nach 2 Jahren eine Fortsetzung davon, Deutschland um Gottes Willen, und da heißt es, was auf die Christenheit zukommt. Unaufhaltsam, unabwendbar, unwiderstehlich. Und ich möchte heute mit dir aus dem Buch Gott und Deutschland ein prophetisches Wort betrachten, und zwar ist das aus dem Jahr 2014. Das ist also nicht ganz brandaktuell, aber es ist trotzdem ein aktuelles Wort. Und in diesem Wort wirst du merken, wie Dinge angekündigt worden sind, die tatsächlich dabei sind, sich zu erfüllen, im Natürlichen. So, wenn du so etwas siehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge, die im Geistlichen angekündigt worden sind, die weiteren Dinge, die dort angekündigt sind, auch hervorkommen. Das ist eine Bestätigung für das prophetische Wort. Nun, jeder muss das für sich selbst prüfen. Ich habe einfach mal ein paar Screenshots aus dem Internet eingeblendet, um das mal deutlich zu machen. Du musst das prüfen, ob das für dich passt oder nicht. Für mich sind das Hinweise, die ich sehr ernst nehme und wo ich sage, das Wort wird dadurch in einer gewissen Weise verifiziert. Aber entscheidend ist für dich, dass du es im Gebet prüfst. Dass du sagst, ja, ich muss das, wie die Bibel uns auffordert, im Gebet prüfen. Ich habe dir hier wieder einige Bibelstellen eingeblendet, die genau dieses Thema betreffen. Wie geht man in der richtigen Weise mit Prophetie um? Und jetzt einfach dieses Wort aus dem Jahr 2014. Der Herr der Heerscharen spricht: Es werden neue Zeiten von Erschütterung eingeläutet. Ihr habt schon oft davon gehört, doch jetzt werden sie wirklich beginnen. Ich werde anfangen, mein Gericht an einzelne Nationen zu zeigen, die sich gegen mich und gegen mein Volk stellen. Dinge, die bisher als unerschütterlich galten, werden erschüttert werden. Institutionen, die bisher als Bollwerke galten, werden zerbröseln. Systeme, die als uneinnehmbar galten, werden zerstört werden. Es wird Skandale und Offenbarungen geben, dass den Leuten die Ohren gellen werden. Das Vertrauen in die Gesellschaft, die öffentliche Ordnung, wird rapide abnehmen und es wird ein sehr, sehr großes Fragen nach dem Herrn und dem Reich Gottes unter den Menschen auftreten. Es wird ein sehr, sehr großes Fragen nach dem Herrn und dem Reich Gottes unter den Menschen auftreten. In Deutschland ganz massiv. In Israel ganz massiv. In Europa ganz massiv. Und es werden Dinge in Bewegung kommen, die bisher als vollkommen unbeweglich galten.
Es werden Dinge in Bewegung kommen, wo die Menschen erkennen, es kann nur durch die Hand Gottes geschehen. Eines der Zeichen werden große Erdbeben sein. Und es wird nicht lange dauern, bis sie kommen. Eines der Zeichen wird ein in großen Teilen der Welt existierendes Flugverbot sein. Und es wird nicht lange dauern. Eines der Zeichen wird sein, dass der Fluch von Ebola eingedämmt wird. Eines der Zeichen wird sein, dass ein namhafter europäischer Politiker auf offener Straße erschossen wird. Eines der Zeichen wird sein, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in gewaltige Probleme hineinkommen. Gewaltige Probleme. Eines der Zeichen wird sein, dass ich in meinem Volk die Vollmacht, die ich ihnen verheißen habe, wiederherstelle. In großer Autorität, in großer Kraft. Heilung, Befreiungen und große Zeichen und Wunder werden an der Tagesordnung sein in Tausenden von Gemeinden. Totenauferweckungen werden in einer großen Zahl von Gemeinden ein normales Erlebnis auf Gebet hin sein. Freisetzung großer Finanzen, großer Ressourcen, großer Gebäudekomplexe aufgrund von Gebet wird für viele Gemeinden normal sein. Mein Volk wird beten und es wird geschehen. Und während in der Welt entfesselte Mächte des Feindes wüten und großes Unheil anrichten, großen Schrecken anrichten, große Verwirrung anrichten, wird mein Volk stehen wie eine Armee und kühn vorwärts marschieren. Es wird wirklich so sein, dass man einen Unterschied erkennt zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die Gott nicht dienen. Nicht durch Heer oder Kraft, spricht der Herr, sondern durch meinen Geist. Mein Geist wird Menschen in einer Art und Weise leiten, wie die seit Jahrhunderten nicht mehr geschehen ist. Mein Geist wird Zeichen und Wunder freisetzen, wie die seit Jahrhunderten nicht mehr geschehen ist. Die Welt wird aufschreien, wenn sie sieht, wie mein Volk mit meiner Autorität ausgestattet wird. Sie wird aufschreien, denn sie weiß, dass das Offenbarwerden der Söhne Gottes das eigentliche Einläuten der Endzeit ist. Der Heilige Geist und sein Wirken wird das große Thema der kommenden Jahre sein. Das offenbare Kommen des Reiches Gottes wird das große Thema der kommenden Jahre sein. Ich werde Menschen erheben, dieses Reich Gottes zu repräsentieren, deren Namen noch kaum jemand gehört hat. Menschen, die noch verborgen sind, in kleinen Gruppen oder allein, vorbereitet von mir. Vorbereitet von mir und ich werde sie hervorrufen, wie die Armee von Gideon hervorgerufen worden ist. Auserwählte, die in geistlicher Klarheit wirklich die Macht des Feindes zerschmettern. Du selbst musst entscheiden, wie du mit solch einem prophetischen Wort umgehst. Du selbst musst entscheiden, ob du es als etwas nimmst, wo du sagst, ja, ich glaube das und ich akzeptiere das und ich gehe in das hinein, was der Herr für mich hat. Ich stelle mich ihm zur Verfügung für die neue Bewegung Gottes, die kommen wird. Es liegt an dir. Aber eins ist ganz klar. Gott hat auf jeden Fall mehr für uns.